Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werden wir herausfinden, ob du ein attraktiver Arbeitgeber bist. Wenn dich das Thema interessiert, bleib auf jeden Fall dran. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir heute wieder unseren Marketing-Experten an meine Seite geholt. Wir werden heute über ein Thema sprechen, was dich interessieren sollte auf jeden Fall. Und zwar die Frage, bist du ein attraktiver Arbeitgeber? Und das ist der große A&M-Selbsttest quasi. Vielleicht erstmal zu dem Thema, warum können wir darüber überhaupt sprechen, beziehungsweise warum sind wir der Meinung, dass wir darüber sprechen können. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir machen ja mit unseren Partnern auch sehr, sehr viele Recruiting-Kampagnen. Das heißt, da draußen sind Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Anzeigen, die wir erstellt haben, die eben darauf abzielen, neues Personal zu finden. Natürlich sprechen wir mit unseren Partnern immer darüber, hey, okay, was zeichnet dich als Arbeitgeber jetzt aus? Warum sollte ich als Person, die ich vielleicht woanders arbeite oder gerade frei bin am Markt, zu dir als Arbeitgeber kommen? Da kriegen wir immer gewisse Antworten und diese Antworten sind ja natürlich auch Teil von dem Marketing, was wir da gestalten. Und spannenderweise sehen wir immer wieder, dass wenn wir gewisse Sachen nennen, die der Arbeitgeber eben bieten kann, dass wir höhere Klickraten haben, eine höhere Einstellungsquote, höhere Erscheinungsquoten zum Bewerbungsgespräch und so weiter und so fort. Also alles, was man eben haben möchte. So, und es hängt natürlich damit zusammen, wie attraktiv bin ich als Arbeitgeber. Und was wir auch immer wieder merken, was auch völlig normal ist, das geht mit Sicherheit allen Leuten, die hier arbeiten, auch so. Man wird mit der Zeit so ein bisschen betriebsblind. Ja, das heißt, man hat sich vielleicht mal irgendwann so einen Vorteilskatalog zusammengelegt, sagt, hey, die Leute kriegen bei mir, keine Ahnung, irgendwelche Zuschüsse, irgendwelche Moni. Das ist schon alles ganz gut so und ich bin schon ein attraktiver Arbeitgeber. Aber wenn man wirklich mal den Blick von außen bekommt und wir haben den ja tagtäglich, dann sehen wir da schon immer gewisse Unterschiede. Und manchmal ist es dann wirklich so, wenn man zwei Unternehmen ganz objektiv miteinander vergleicht, ohne jetzt groß hinter die Fassade zu gucken, dann ist es für eine Person, die in beiden Unternehmen den gleichen Job macht, wirklich nicht schwer, sich zu entscheiden, weil ein Arbeitgeber einfach so deutlich attraktiver, zumindest von außen aussieht. Und darum geht es erstmal, den Leuten draußen klarzumachen, ja, was jetzt überhaupt für dich in Frage kommt. Gut, würde sagen, wir sprechen gar nicht mehr lange weiter um den heißen Brei. Was noch doch noch vielleicht ganz wichtig ist, am Anfang zu erwähnen, die Sachen, die wir jetzt gleich aufzählen werden, wir haben hier ein paar Sachen auf unserem Zettel notiert, die sind natürlich nicht immer für jeden umsetzbar. Ja. So, wir greifen jetzt bewusst so ein bisschen nach den Sternen, weil wir einfach wissen, okay, das und das und das hat am besten funktioniert. Ich bin mir sicher, es gibt immer ein, zwei Sachen, die für dich da auch umsetzbar sind. Nimm auf jeden Fall das mit, was für dich umsetzbar ist. Wir wollen jetzt einfach weitergehen, was erfahrungsgemäß wirklich das Beste ist. Und die erste Sache, die ich dir mitgeben möchte, vor allem im Fachhandel und auch im Handwerk, wenn du Monteure suchst, Installateure, Elektriker, was auch immer, dann sind flexible Arbeitszeiten immer eine gute Sache. So, das muss nicht 100% flexibel sein. Du kannst auch, wenn du es irgendwie abbilden kannst mit den Montagetrupps, vielleicht eine Stunde Gleitzeit oder sowas implementieren. Aber was wir wirklich immer wieder hören und auch als Feedback bekommen von den Kunden, die mit den Bewerbern sprechen, die wir generieren, ich habe ein Kind, was ich zur Kita bringen muss, ich habe ein Kind, was ich wieder von der Kita abholen muss, ich habe Termine vor und nach der Arbeit, ich komme von weiter weg, ich komme von näher dran, wie auch immer. Es kann wirklich einen Unterschied machen, wenn du eine Stunde Gleitzeit in irgendeiner Form anbieten kannst. So, da musst du natürlich mal gucken für dich, wie ist das Ganze intern machbar, aber eine Stunde Gleitzeit ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die ja sehr, sehr helfen kann, wenn man es nach außen kommuniziert. Was damit einhergeht, was tatsächlich jetzt für viele auch immer ein Thema ist, ist direkt zur Baustelle zu kommen. So, für manche Leute, und das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, wenn du jetzt zum Beispiel hier dein Standort hast, dein Wohnungsort, die Baustelle ist vielleicht 10 Kilometer nördlich, du musst aber irgendwie 20 Kilometer in den Osten fahren zu dem Betrieb, dann hast du auf einmal einen riesen Weg und musst irgendwie eine Dreiviertelstunde fahren, wenn es schlecht läuft, obwohl die Baustelle fast vor deiner Tür ist. So. Wenn es in solchen Fällen eine Regelung gibt, dass der Mitarbeiter sein Baustellenfahrzeug mit nach Hause nehmen kann, vielleicht am nächsten Morgen nochmal zwei, drei Kollegen einsammelt, dann zur Baustelle fährt, ohne jetzt vorher in den Betrieb zu fahren, muss man natürlich am Tag vorher abklären, dass man alles dabei hat. Aber das ist tatsächlich auch ein riesen Benefit, den ich persönlich am Anfang gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Weil so für uns in der Agentur, wir haben den gleichen Arbeitsplatz, da gibt es keine Baustellen außerhalb. Aber das ist natürlich für jemanden, der jetzt Baustellen in einem Umkreis von 50 Kilometern bearbeitet, ist das wirklich ein Thema. Und wenn du das bei dir anbietest, solltest du es auf jeden Fall kommunizieren. Wenn du es nicht mit anbietest, dann solltest du irgendwie versuchen, das Ganze für dich möglich zu machen, beziehungsweise für deine Mitarbeiter. Der nächste Punkt, den ich dir ebenfalls mitgeben möchte, ist natürlich, müssen wir auch drüber sprechen, das Thema Vergütung. Ja? Wenn jemand genau die gleichen Arbeitsbedingungen vorfindet, wenn jemand genau die gleiche Arbeit macht, dann ist das Thema Vergütung immer ein Thema. So. Es ist nun mal so, das müssen wir wahrscheinlich so akzeptieren, eine Grundmotivation für ganz, ganz viele Menschen ist, am Ende des Tages Geld zu verdienen. Und
Hier muss man jetzt gar nicht irgendwie irgendwelche Rekorde aufstellen. Für die meisten Leute im Fachhandel und im Handwerk ist es so, dass wenn sie in die Industrie gehen, dass sie dort einen höheren Stundenlohn bekommen. Trotzdem kann man sich natürlich auch als Handwerksunternehmen so positionieren und so aufstellen bzw. so kalkulieren, dass man am Ende des Tages übertariflich bezahlen kann. Und hier würde ich dir auch nochmal den Hinweis geben, einfach mal nachzugucken, was bedeutet in deinem Fall übertariflich. Also meistens ist es ja so, dass man die Unternehmen aus der Region kennt. Man kennt auch ungefähr die Gehälter, die da gezahlt werden, weil Mitarbeiter untereinander fluktuieren. Aber stell dir wirklich mal die Frage, hey, bezahle ich im Moment tariflich, bezahle ich übertariflich? Wenn ich tariflich bezahle, gibt es eine Möglichkeit, wie ich vielleicht übertariflich bezahle? Und wenn es halt nicht drin ist, dann im besten Fall soll das jetzt kein großer Teil in der Kommunikation sein. So ist, denke ich, klar. Aber man muss sich halt wirklich hier die Frage stellen, hey, bezahle ich übertariflich? Wenn nicht, kann ich es in irgendeiner Form abbilden, kann ich es in meiner Dokumentation unterbringen, in meiner Kalkulation. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es halt jetzt erstmal kein Riesen-Benefit. Aber unterm Strich ist es natürlich eine Sache, warum Leute, ja, ganz einfach gesagt, den Arbeitgeber wechseln. Das sind so ein paar harte Fakten, die wir dir auf jeden Fall mitgeben wollen. Also ja, einfach mal so Sachen, die man im Betrieb wirklich umstellen kann, wovon der Mitarbeiter direkt profitiert. Was wir aber auch festgestellt haben, es sind gar nicht mal so die, oder nicht immer nur die harten Fakten, beziehungsweise das, was nachher auf dem Lohnzettel steht, was eine Person dazu bringt zu wechseln. Es gibt noch so ein paar weiche Faktoren, so haben wir die jetzt genannt. Da sagt dir der Kollege aber gleich noch ein bisschen mehr zu. Ja, aber wir bekommen auch oft das Feedback. Wir sind zwar jetzt nicht direkt ein Handwerksbetrieb, aber die Sachen, die ich jetzt so aufgeschrieben habe, die kann man genauso auf das auf einen Handwerksbetrieb einbeziehen. Und zwar ist es natürlich die persönliche Wertschätzung eines Mitarbeiters. Ja. Sorge einfach dafür, dass sich ein Mitarbeiter wohlfühlt sozusagen. Und das schreiben wir auch immer in den Ads. Klar ist das immer ein Benefit, den du nach außen kommunizieren kannst. Aber ich denke, diese weichen Faktoren, die sollten vor allem im Vorstellungsgespräch oder in der Außenwahrnehmung deines Unternehmens zum Vorschein kommen. So ein paar Beispiele sind natürlich, dass man regelmäßig Team-Events macht. Das soll natürlich jetzt nicht jede Woche sein, dass du da versprichst, wir machen jede Woche was, aber versuche einfach dein Team regelmäßig zusammenzubekommen, sei es einmal im Monat oder alle 2-3 Monate. Hauptsache, da ist was, wo die sich immer wieder darauf freuen und dass auch das von außen wahrgenommen wird, dass das für euch was Wichtiges ist. Genauso kannst du regelmäßig oder die Meinung deiner Mitarbeiter einfließen lassen in dein Unternehmen. Das heißt, regelmäßige Feedbackgespräche führen. Das trägt vor allem dazu bei, dass man sich selber als Mitarbeiter wertgeschätzt fühlt, weil ich letztendlich Input geben kann, den der Chef von mir bekommt und den er umsetzen kann, weil ich bin letztendlich sein wichtigstes Gut. Ich bin der Mitarbeiter. So. Und da hätte ich auch so eine kleine Übung vielleicht, die du direkt mitnehmen kannst. Das Ganze nennt sich Start, Stop, Keep. Ist auf Englisch, steht für starten, stoppen und behalten. Und da kannst du einfach mal vielleicht beim nächsten Feedbackgespräch mit deinem Mitarbeiter darauf eingehen. Was sollten wir im Unternehmen beibehalten? Ja, was kann so bleiben? Was läuft besonders gut? Was sollte seiner Meinung nach auf jeden Fall gestoppt werden, nicht mehr gemacht werden? Und womit sollten wir starten? Und alles komplett wirklich auf seine Meinung beziehen. Es muss jetzt nicht so sein, dass du direkt alles umsetzt, was er sagt, aber zumindest fühlt er sich gehört. Genau, das sind nochmal so ein paar Benefits, die man vielleicht nicht direkt aufschreiben kann, aber die man vorleben kann. Eine Sache haben wir vielleicht noch vergessen. Ein gutes Unternehmen zu sein und zu behaupten, man sei eins, ist natürlich immer ein bisschen schwer. Wir haben zum Beispiel auch eine sehr, sehr positive Kununu-Bewertung, Google-Bewertung und so weiter. Das heißt, wenn du versuchst, auch neue Mitarbeiter zu finden oder Bewerber zu generieren, versuche immer, egal was in der Anzeige steht, weil jeder kann sagen, dass er toll ist, dass dieses Bild, was in deiner Anzeige so steht, auch zurückzuführen ist über andere Kanäle, sprich zum Beispiel über Google-Bewertungen von deinen Mitarbeitern, über eine gute Kununu-Bewertung, aber auch vielleicht auf deiner Website, dass da was über deine Mitarbeiter steht. Und dann hast du da eigentlich schon einen sehr, sehr großen Benefit, weil das ist Eigenwerbung fürs Unternehmen. Auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Sache dazu, was jetzt gar nichts mit Benefits zu tun hat, die wir aufführen.
Aber es ist natürlich auch jetzt ein attraktiver Arbeitsplatz, wenn du einfach ein ja, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen bist. Also du musst jetzt gar nicht für dich so den Plan haben, groß zu wachsen oder zig Mitarbeiter einzustellen. Aber was wir auch tagtäglich quasi beobachten, ist diese Außenwahrnehmung, die außerhalb von Facebook stattfindet. Also wenn du jetzt Mitarbeiter suchst und dafür Werbung Geld ausgibst, dann hast du halt in erster Linie viel Sichtbarkeit. Leute googeln dich, Leute gucken auf der Webseite vorbei. Und ich denke, du hast da für dich selber auch ein Auge für, okay, guckst jetzt eine Webseite an. Ist da jetzt gerade viel los? Sind die gut unterwegs? Oder ist das irgendwie, sieht das irgendwie unprofessionell für mich aus? Also ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, bedeutet auch automatisch ein attraktives Unternehmen zu sein und wie gesagt auch ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen zu sein. Weil ist, denke ich, klar, da wo jetzt gerade sozusagen richtig was abgeht, da wo richtig was zu holen ist, da wollen auch Leute hin. Und du ziehst auch vor allem dadurch Leute an, die was schaffen wollen, die anpacken wollen. Also das ist mal so ein Tipp, jetzt gar nicht irgendwelche Benefits, dass du sagst, okay, die Jungs oder Mädels kriegen bei mir das und das und das. Sondern ich bin einfach ein erfolgreiches Unternehmen. So, das ist jetzt nicht von heute auf morgen umsetzbar, aber das ist so auch eine Sache, die wir immer wieder sehen. Wenn wir ein Unternehmen sichtbar machen und es ist von sich aus schon erfolgreich in dem, was es tut, ist es viel, viel leichter, dort Mitarbeiter ja, zu gewinnen, die am Ende auch unterschreiben. Gut, wir wollen die Liste nicht zu lang machen. Das sind so die wichtigsten Themen, die auf jeden Fall du dir mal auf die Karte schreiben solltest. Ich würde vielleicht erstmal empfehlen, nimm dir einen von den harten Faktoren raus, nimm dir einen von den weichen Faktoren raus, setz das um und vor allem kommuniziere es auch nach außen, weil das ist auch ein Riesenpunkt im Bereich der Mitarbeitergewinnung. Es bringt nichts, wenn du ein super attraktiver Arbeitgeber bist, aber niemand da draußen weiß davon. Dann würde ich auch keiner finden, einfach gesagt. Für Sichtbarkeit und Bewerber gibt es dann eben die A&M, an die kannst du dich da jederzeit wenden, kannst auf unserer Webseite vorbeikommen. Ansonsten kannst du dir auch die weiteren Videos anschauen. Wünsche dir ganz viel Spaß bei und dann würde ich sagen, bis dahin.